Leute, heute spiele ich euch mal ein typisches Szenario für die Deutsche Bahn vor, wenn der Zug sich verbremst. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurze Information, hier ist der Bahnsteigübergang, ab hier beginnt der Bahnhof. Let's go! Der ICE hält jetzt und jetzt kommt das Verbremsungsmanöver dran. Der Zug fährt oft viel zu schnell ein und denkt der Lokführer, der Zug ist jetzt schon so weit vor, dass er anhalten kann. Und dann steht er da, obwohl er noch nicht richtig in der Station ist. Dauert es erstmal wieder. Kommt er oft mit viel Verspätung an. Muss dann erst wieder sich rangieren und weiterfahren. Dann aussteigen.